herzlich willkommen zum vierten thematischen Podcast für das Seminar Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache, heute zum Thema Mittelniederdeutsch. Für den Titel habe ich eine Inschrift, oder man müsste besser sagen eine Aufschrift, ausgewählt, die auf einem Hamelner Fachwerkhaus zu bestaunen ist, das im 1537 errichtet wurde. Ich lese Ihnen das der Vollständigkeit halber komplett vor. Alle der Walde Herrlichkeit ist also eine Blume, der Hüte wasset und morgen vergeht. Des Herrn Wort blieft in Ewigkeit. Richten Sie Ihr Augenmerk auf Herrlichkeit, Vergeht und Ewigkeit. Es handelt sich dabei nicht um die Diphthonge, die wir für das Frühneuhochdeutsche erwarten würden, sondern schlicht um das Wortbildungsmorphem Heid, das schon sehr lange im Deutschen etabliert ist. Vergeht, wundern Sie sich bitte nicht, ist dem Reim geschuldet. Mein Hauptaugenmerk möchte ich richten auf die Gruppe Is also eine Blume. Sehr schön zu sehen sind die durchgehend erhaltenen Langvokale Lang E und Lang O, die im Althochdeutschen entweder diphthongiert werden, wie in Blume, oder sie durch einen Diphthongwandel auszeichnen, also AI zu E in Eine. Das Niederdeutsche, so die Tendenz, behält entweder den alten Lautstand bei oder zeichnet sich durch Langvokale aus. So sehen Sie an diesen kleinen Beispielen schon zwei Auffälligkeiten für das Mittelniederdeutsche, die auch hinführen auf die sogenannten Ingveonismen. Zur Einbettung dieses Screen- oder Podcasts in das Seminar möchte ich jetzt an der Stelle nicht viel mehr sagen. Wir werden es hier ähnlich handhaben wie für das Altniederdeutsche. Das heißt, dieser Screencast dient Ihnen zusammen mit der schon anzitierten Lektüre zur Vorbereitung. In der einzigen Sitzung zum Mittelniederdeutschen werden wir am Text üben. Eine separate Evaluationssitzung wird es nur bei Bedarf geben. Zu den historischen Grundlagen. Noch einmal wiederholen möchte ich die Aspekte oder die Entwicklung der sogenannten Ostsiedlung oder auch Ostexpansion oder Kolonisation, die im 12. und 13. Jahrhundert beginnt und sich in die Stufen einteilen lässt der politischen Unterwerfung der Sklaven, der christlichen Mission und dann der wirtschaftlichen Urbarmachung des Landes und östlich der Elbe. In den Neusiedelgebieten sind Bauern aus dem ganzen niederdeutschen Altland angesiedelt worden, das heißt vom Niederrhein, aus Westfalen, aus Ostfalen und aus Holstein. Außerdem siedeln auch niederländische Kolonisten in den Neusiedelgebieten entlang der Küsten. Durch sprachliche Ausgleichsprozesse, also Dialektvermischungen, entstehen die ostniederdeutschen Mundarten Mecklenburgisch, Brandenburgisch, Pommersch und Niederpreußisch, analog zu den Ausgleichsprozessen im Ostmitteldeutschen. Das Niederdeutsche kann sich vom 13. über das 14. bis ins 15. Jahrhundert noch weit verbreiten, auch als mittelniederdeutsche Schreibsprache, wird aber nach dem Niedergang der Hanse ab dem 16. Jahrhundert zunehmend durch das Hochdeutsche verdrängt. Der Begriff Hanse selbst kommt von Althochdeutsch Hansa Schar und bezieht sich zunächst auf eine Kaufmannsvereinigung im 13. Jahrhundert, wird erstmals erwähnt in einer englischen Urkunde von 1267. Die Kaufmannshanse hat zunächst wirtschaftliche Interessen, verfolgt aber auch zum Beispiel gegen Dänemark politische Interessen und kann so beispielsweise im Krieg 1367 gegen Dänemark sich erfolgreich durchsetzen, erobert sogar 1368 Kopenhagen und Dänemark muss im Frieden von Stralsund 1370 der Hanse wieder ihre gesamten Privilegien garantieren. Das nur als Beispiel für die Schlagkraft dieser Kaufmannsvereinigung. Ab dem 14. Jahrhundert ist die Hanse als Städtebund aufzufassen, mit 70 bis 80 unmittelbaren Hansestädten und im näheren Umfeld oder in Verbindung mit diesen unmittelbaren Hansestädten stehen weitere 200 Städte im gesamten ostniederländischen Raum und im norddeutschen Raum, die man sich eher als einen losen Verbund vorstellen muss, als eine straff organisierte institutionelle Einheit. Da die Hanse und mit ihr zusammen die sogenannte mittelniederdeutsche Hansesprache in diesem Raum ein großes Gewicht hat, werden wir uns hier in diesem Screencast ein Beispiel für eine lybische Urkunde genauer ansehen. Doch zunächst ganz allgemein zu den sprachlichen Besonderheiten des Mittelniederdeutschen. Grundsätzlich, auch das ist eine Analogie zur Entwicklung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen, lässt sich vom Altsächsischen oder Altniederdeutschen eine Domänenverschiebung hin zum Mittelniederdeutschen beobachten. Das Mittelniederdeutsche wird ungefähr datiert auf 1250 bis 1650 und es überwiegt
in der kompletten Überlieferung der weltliche Bereich. Hier zu nennen wären zum Beispiel das Rechtswesen, also Rechtskodifikation wie der Sachsenspiegel, Stadtrechte, Handwerksstatuten oder Urkunden, Verwaltung, hier fallen Textsorten hinein wie Stadtrechnungen, Ratsprotokolle, auswärtige Verwaltungskorrespondenz und Stadtbücher. Daneben die Historiografie, komplette Chroniken wie die Sächsische Weltchronik, Texte aus dem Bereich des Handels, also Texte aus dem Umfeld der Hanse wie Handelskorrespondenzen, Briefe, Frachtverträge, Rechnungen, Rechnungsbücher, Schuldbriefe, Bürgschaften und so weiter. Und zum Schluss auch Literatur. Hier wird vor allen Dingen aus dem hochdeutschen Bereich sozusagen importiert, werden die Versdichtung Reinke Voss, den Lübecker Totentanz und sehr prominent das Narrenschiff. Nicht nur in diesem Bereich zeigen sich Analogien zur Entwicklung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen, auch in der Entwicklung einzelner sprachlicher Phänomene. Die germanische Akzentkonzentration auf die Stammsilbe hat auch im Mittelniederdeutschen zur Folge, dass sich die Nebensilbenvokale abschwächen bis zum Sparlaut bzw. ausfallen. Sie sehen hier auch das prominente Beispiel Altsächsisch Hertha, Mittelniederdeutsch Härte, also das Herz. Hier wird die Nebensilbe abgeschwächt und dann späterhin abgebaut. Eine Besonderheit ist die Dehnung bzw. Zerdehnung und Senkung der Kurzvokale in der offenen Silbe. Beispiel Altsächsisch Sunu, Mittelniederdeutsch Sohne oder Altsächsisch Nigun, Mittelniederdeutsch Negen für Neun. Im Bereich der Phonologie, das heißt der Lautung, können wir auch für das Mittelniederdeutsche eine zunehmende Umlautung ausmachen. Das würde hier dem sogenannten Sekundärumlaut entsprechen, den wir bereits für das Mittelhochdeutsche besprochen haben. Daneben fällt es an der anlautende Achlaut weg. Beispiele wären hier Chladan oder Chlut, die zum Mittelniederdeutsch Laden oder Lüt werden. Des Weiteren fällt der Thornlaut aus und wandelt sich zu dem stimmhaften Plosiv D. Beispiele wären hier Theof, Würzedev und so weiter. Für das Mittelniederdeutsche speziell ist eine Vereinfachung der sogenannten Langkonsonanten. Was man sich darunter vorstellt, ist schlicht eine etwas längere Pause nach einem Konsonanten hin zum nachfolgenden Vokal. Denn Konsonanten, das wissen Sie, vor allen Dingen Verschlusslaute, können Sie nicht lang aussprechen, da Sie nur einen Verschluss markieren. Beispiele wären hier Rockon zu Mittelhochdeutsch Roggen. Die nächste Übersicht zum Begriff Herz bzw. zu seiner Etymologie habe ich hier noch einmal hineingenommen, denn ich werde Ihnen im Folgenden zeigen, wie sich vom Altniederdeutschen oder Altsächsischen hin zum Mittelniederdeutschen die Flexionsendungen wesentlich vereinfachen. Und damit sind wir im Bereich der Morphologie. Auch hier kommt es zu einer Abschwächung der vollen Nebensilbenvokale und damit vereinfachen sich die grammatischen Paradigmen. Beispielsweise hier die Substantivflexion, wie angekündigt, zum Herzen. Wie Sie sehen, werden 5 Formen im Altsächsischen bzw. Altniederdeutschen reduziert auf 2 Ausdrucksformen im Mittelniederdeutschen und das führt natürlich zu einer ganz wesentlichen Vereinfachung, andererseits aber auch natürlich auch zur Synonymie, sodass nicht immer klar ist, welcher Kasus gemeint ist, es sei denn, man hilft sich mit Artikeln aus. Hier zeichnet sich das Mittelniederdeutsche wieder aber dadurch aus, wie das Englische, dass man einfache Artikel verwendet, die nicht hinsichtlich des Kasus immer eindeutig sind und identifizierbar. So stellt sich der deutsche Sprachraum in mittelhochdeutscher und mittelniederdeutscher Zeit dar. Ich möchte Ihr Hauptaugenmerk lenken, vor allen Dingen auf die Gliederung des Mittelniederdeutschen, das unterschieden wird in das Friesische, das Nordniederdeutsche, das Westfälische, das Ostfälische. Das werden wir gleich brauchen in Bezug auf die Eingruppierung des Sachsenspiegels und das Ostniederdeutsche. Eben noch sehr eng an diesem Sprachraum steht zu dieser Zeit das Mittelniederländische. Allerdings, diese Grenzen sind nicht stabil. Mit dem Einstellungswandel innerhalb der norddeutschen Oberschichten und der Orientierung am oberdeutschen Raum gewinnt das Hochdeutsche nach und nach an Bedeutung. Sanders hat die These aufgestellt und 1982 auch nochmal verstärkt vertreten, dass zugunsten einer Hochschätzung des feineren meißnischen Hochdeutsch die niederdeutsche Muttersprache zunehmend missachtet wurde. So viel zu den sprachlichen Besonderheiten des Mittelniederdeutschen. Nun möchte ich mir einige Beispiele mit Ihnen gemeinsam anschauen. Das erste Beispiel aus der Domäne des Rechtswesens, dem sehr einflussreichen Spiegel der Sassen oder Sachsenspiegel, der wohl um 1220, 1224
erstmals abgefasst wurde, und zwar von Eike von Repko, im ostfälischen Frühmittelniederdeutschen. Wenn Sie sich noch einmal die Region vergegenwärtigen, in der das Ostfälische gesprochen wird, werden Sie sehr schnell feststellen, dass dieser Sprachraum sehr nah am Ostmitteldeutschen liegt und auch sehr nah am Fränkischen. Das hat zur Folge, dass der Sachsenspiegel nicht genuin niederdeutsche Sprachformen enthält, sondern sehr zahlreiche Mischformen, die lautliche Merkmale des Oberdeutschen und Mitteldeutschen aufweisen. Ich werde Ihnen das jetzt ganz kurz vorlesen, wir werden das nicht im Detail analysieren. Möglicherweise kann das ein Gegenstand einer gemeinsamen Übung sein. Swer dem andern, sine Burg angewinnet mit Unrechte, kleid jener der Ruf zurechte, und erhält man ihm die Burg gewaltiglich vor, all die Wiele he ihr ungewaltig ist, der sie da zurechte haben sollte, so entmag man ufe die Burg keine klackige tun, damit man sie mit Rechte umbrechen. Der Richter salze dem ersten Sülle mit in dem Biele, tri slegeslan an eine Burg oder an ein Gebu, das mit Urteilen verteilt ist. Da sollen die Landlute zu helfen mit Hauven und mit Rammen, nicht in seinem Mann Burnen, noch Holz noch Stein dennen fuhren, noch nicht das der Rufe ist, is en sie rublich der Ruf gefuhrt. Zut sich da jemand mit Rechte zu, der fuhret ist dannen. Denn Krabben unter dem Berg sei man mit Ebenen mit Spaten. Alle, die in demme Gerichte gesessen sind, sollen dazu helfen, wie ihr's selbst bieße, ab sie dazu geladen werden mit Gerufte. Kurz zum Inhalt. Es geht hier um die Schleifung einer Burg, die gerichtlich angeordnet ist. Auffällig auf der einen Seite sind Elemente wie Biele, Tri, Slegge und auf der anderen Seite, wenige Zeilen darunter, Stein. Während erstere noch nicht diphthongiert sind, ist Stein bereits diphthongiert. Ähnliches gilt für Hauven, Holz und Daruf. Alles Elemente, die diesen Text als einen Hochdeutschen ausweisen. So finden Sie in diesen Texten im Sachsenspiegel vor allen Dingen Personalpronomina wie he und is, die den Charakter des Ingenieurismus tragen, also zur niederdeutschen Sprache zu rechnen wären. Aber Sie finden auch tatsächlich viele diphthongierte Vokale, die in ihrem Lautstand noch an das Althochdeutsche erinnern oder bereits den Lautstand des Neuhochdeutschen, also des Frühneuhochdeutschen angenommen haben. Deswegen ist der Spiegel der Sachsen für die Analyse nicht unbedingt gut geeignet, da er aber ein Zeugnis ist für das Rechtswesen im niederdeutschen Raum und sehr starke Verbreitung gefunden hat, wollte ich Ihnen hier besprechen. Und die Probleme bei der Differenzierung und Analyse sagen sehr viel darüber aus, wie mit Zeugnissen an dieser Grenze im Ostfälischen umzugehen ist. Das nächste Beispiel ist wesentlich eindeutiger. Ich möchte jetzt ganz kurz auf die Hansensprache zu sprechen kommen, und hier in dieser Abbildung sehen Sie den sogenannten Salzspeicher in Lübeck, der im 16. Jahrhundert entstanden ist. Und Lübeck ist politisches und kulturelles Zentrum der Hanse, im 14. und 15. Jahrhundert führende Stadt unter den Hansestädten. Mit 25.000 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt des Reiches nach Köln, und das Mittelniederdeutsche ist Geschäfts- und Verkehrssprache der Hanse, im Wesentlichen auf der Basis der Stadtsprache Lübecks. Lübische Sprache und lübisches Recht gelten, verknappt gesagt, im ganzen Baltikum. Die Domänen der sogenannten Hansesprache sind der Handel, das heißt Schriftstücke zur Regelung der geschäftlichen Angelegenheiten, Recht und Diplomatie, das heißt Stadtrechte, Privilegien, Urkunden, Protokolle und so weiter, auch zum Beispiel Rechtsordnungen wie der Sachsenspiegel zählen dazu, und Literatur, zum Beispiel mittelniederdeutsche Drucke aus Lübecker Offizier. Im Niedergang das der Hanse im 15. Jahrhundert, der letzte Hanse im 15. Jahrhundert, der letzte Hansetag findet 1669 in Lübeck statt, und im gleichzeitigen Erstarken der oberdeutschen Reichsstädte Augsburg und Nürnberg. Hinzu kommt die von Sanders vorhin zitierte Orientierung der Oberschicht am Hochdeutschen, das heißt hier in diesem Fall meißnischen Vorbild. Nichtsdestotrotz lebt die Hanse noch auf. Das sehen Sie daran, welche große Faszinationskraft diese Kaufmanns- und Städtevereinigung ausübt. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese Kocke, die Sie gerade gesehen haben, die sogenannte Kieler Hanse-Kocke ist, obwohl Kiel nie Mitglied der Hanse war. Das nächste Beispiel, die nächste Kocke, die Sie sehen, ist die Ubenaer von Bremen. Beide zu sehen, wunderschön, vor stahlblauem Himmel auf der Hanse-Sail 2012.
Ich danke Tarship-Fan im Übrigen dafür, dass ich das Videomaterial hier benutzen darf. Was jetzt schon mehrfach thematisiert worden ist, und auch diese Folie zeige ich Ihnen noch einmal in Wiederholung, ist, dass ich vom Althochdeutschen oder Altniederdeutschen über das Mittelhochdeutsche und Mittelniederdeutsche hin zum Frühneuhochdeutschen die Textsorten dramatisch differenzieren. Und zwar vom kirchlich-geistlichen Bereich hin zum weltlichen Bereich. Sie sehen hier im 11. und 12. Jahrhundert findet nachgerade eine Textsortenexplosion statt, wenn man so will, in dieser frühen Zeit. Und man kann jetzt hier davon sprechen, dass sich die Sprache funktional ausdifferenziert. Das ist die zweite wichtige Säule in einem sogenannten Varietätenmodell, das wir hier im Kurs noch besprechen müssen. Bisher haben wir hauptsächlich regionale Varietäten beschrieben. Mit dem Mittelniederdeutschen und dem Frühneuhochdeutschen ist die funktionale Ausdifferenzierung aber deutlich zu beobachten. Wie wir gesehen haben, gewinnt das Mittelniederdeutsche als Verwaltungssprache vor allen Dingen für die Kaufmannsvereinigung und die Städtehanse an Bedeutung. Gewissermaßen ein Exkurs, das muss ich hier vorschalten, ist der Aufbau einer typischen Urkunde, wie sie sich in der hochmittelalterlichen Zeit darstellt. Warum ist das notwendig, um sich mit der Verwaltungssprache zu beschäftigen? Die ausgewählten verwaltungssprachlichen Beispiele orientieren sich stark am mittelalterlichen Aufbau einer Urkunde, obwohl hier nichts beurkundet wird, sondern es sich um Korrespondenz zweier Räte, wichtiger Handelsstädte handelt, nämlich Lübeck und Hamburg. Damit ist sowohl der Motor als auch der Ort für die Ausdifferenzierung funktionaler Varietäten genannt. Die Stadt als Bürgergemeinschaft in Selbstverwaltung. Wir werden hier noch weitere Beispiele für das Frühneuhochdeutsche ausführlich besprechen, wahrscheinlich am Beispiel von Leipzig. Also zum Aufbau einer Urkunde. Es gibt zunächst eine klare Dreiteilung zwischen Protokoll, Kontext und Eschatokoll. Protokoll wird eingeteilt in Invocatio, Intitulatio, Inscription, Arenga. Es handelt sich im Wesentlichen hierbei um die Anrufung Gottes, den Namen und den Titel des Ausstellers, die Nennung des Empfängers, also die Adressierung, sowie die allgemeine Begründung der Handlung, also weshalb die Urkunde ausgestellt wird. Text, Kontext lassen sich einteilen in Promulgatio, Narratio, Dispositio, Sanctio und Corroboratio. Im Wesentlichen ist es der Inhalt des zu beurkundenden Gegenstandes. Interessant sind hier die Sanktionsformeln, die Ankündigung und Androhung von Strafe bei Zuwiderhandlung. Im Eschatokoll handelt es sich im Wesentlichen um den Beglaubigungsteil. Hier wird differenziert zwischen einer Signumzeile, einer Rekognition, der Datierung und der Appretatio. Wie Sie feststellen werden, ist in der folgenden Korrespondenz, die ich mir kurz mit Ihnen anschaue und vor allen Dingen hinsichtlich einiger sprachlicher Merkmale kurz genauer ansehen möchte, sind einzelne Teile dieses Aufbaus einer Urkunde enthalten und zum großen Teil hält man sich tatsächlich noch vor allen Dingen im Protokoll und Eschatokoll an die Form. Die folgende Urkunde ist veröffentlicht in die Rezesse und andere Akten der Hansetage von 1256 bis 1430, hier im Band 5, der bearbeitet worden ist von Karl Koppmann und in Leipzig gedruckt wurde um 1880. Ich schaue mit Ihnen jetzt hier die Brief oder die Akte 515 genauer an, werde später noch Beispiele aus der Nummer 516, das wäre das Antwortschreiben aus Hamburg, hinzuziehen. Die vollständige Abschrift der Regesten und der Briefe sind neben der vollständigen Quellengabe als PDF verfügbar und hier unterhalb im Kommentarbereich unter diesem Screencast verlinkt. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz diese Korrespondenz vortragen. An de vorsichtigen Wiesen Lute, de Kerkzorn der Sünde Peter to Hamburg und de Andatmene Kersbilder Sulfis, unse Fründe. Unsen fründlichen Grut mit alle Behägele Kate und de Wes wie gutes Vermocken. Guten Fründe. Wie heppen wohl vernommen, wo der Trovere ub de See gekommen sind und den Fräsen und de Groten Schaden vor der Elbe getan heppen. Da hebbe wie üben Ratewagene umschreven, dat wir gerne dato helpen wollten, dat des Antiten gesturret wurde. Und se hebbet uns nen Antworter geschrieben und verholten uns dat noch. Ook wollte wir gerne jegen se geretten heben und heben uns des mit en verträgen, wo wir der Roverie in Tiden sturen mochten. Darin is uns ook nen Antworter af geworden, wenn des se sanden ob dat läste Herr Kuhlen Ehren schrieverte uns.
dat werf, dat he uns brauchte sonder kredenziert, dat was also, dat wie uns da nicht torichten konnten. Worum so bitte wie ü, leven Freunde, dat gis brecken willen, mit wem er ü dunkelt, der da behofft zu sie, und unbedet uns übe Männinge in der Sacke. Da wille wir gerne des Besten mehr der Helpen raten. Wir befehlen ü Gotte, geschrieben unter unserem Sekrete des Mandages nach unseres Herrn Himmelfahrt. Consules et Communitas Civitatis Lubicensis. Kurz zum Inhalt. Der ist nicht nur nicht leicht verständlich, weil es sich um Mittelniederdeutsch handelt, sondern weil tatsächlich die Diplomatie und Rechtssprache in Geschäften dieser Art recht komplex ist. Deswegen fasse ich das mal ganz kurz für Sie zusammen. Es geht also darum, dass der Rat von Lübeck an das Kirchspiel St. Petri in Hamburg schreibt, dass es dem Rat zu Hamburg häufig Hilfe gegen die Seeräuber angeboten habe, bisher aber keine Antwort bekommen hat. Auch hätte er gern eine Sitzung mit dem Rat von Hamburg gehalten, aber auch hierauf habe er keine Antwort erhalten und auf die Werbung des endlich ohne Beglaubigungsschreiben, das ist Kredenz hier, zu ihm geschickten Ratsnotars Herr Kuhlen, hat sich der Rat ebenfalls nicht einlassen können. Und deswegen begehrt Lübeck, dass der Rat von Hamburg sich darüber bespreche und Lübeck seine Meinung mitteile. Wie man bereits gemerkt haben dürfte, bildet dieser Text ein ganz anderes Mittelniederdeutsch ab als beispielsweise der Sachsenspiegel. Und es handelt sich hierbei um ein Schreiben direkt aus einer Kanzlei des Rates zu Lübeck, das heißt im Zentrum der Hanse an Hamburg. Und ich kann Ihnen nicht alle Merkmale des Mittelniederdeutschen hier aufweisen an diesem Text, dafür sind es schlicht zu viele. Ich mache das einfach in Auswahl, sodass zumindest ersichtlich ist, worauf man dabei achten kann. Zunächst sind es natürlich die Konsonanten im germanischen Lautstand, die sehr auffällig sind, beispielsweise in tu oder dat. Ähnlich auffällig ist, dass es keine Verschiebungen im Bereich des Vokalismus gibt. Hier typischerweise das Kerspel für das Kirchspiel. Und im Bereich der Schreibung etwa von einzelnen Lexemen wie Manning oder Schrieben für Schreiben. Das zeige ich Ihnen aber gleich noch. Andere Aspekte wie zum Beispiel die Personalpronomina üben oder is oder wie oder he, sehen Sie in Zeile 10 zum Beispiel, sind ebenfalls auffällig und zählen mit zu den Ingvionismen. Sehr schöne Beispiele, die Sie möglicherweise auch in Belegmaterial oder in anderen Beispieltexten finden, ist Tiet für Zeit oder Sprechen für Sprechen. Etwas auffällig ist Sache für Sache. Dem müsste man nochmal genauer nachgehen. Typisch für Texte aus dieser Zeit ist ein ungeheurer Variantenreichtum. Hier habe ich zwei Komplexe ausgewählt, nämlich erstmal Antworte und Antwerde, sowie das sämtliche Begriffe zum Thema Schreiben. Das sehen Sie hier markiert, hervorgehoben. Schreven, geschreven, schriever und geschreven. Worauf ich hier hinaus will, ist zum einen die Bildung des Partizips geschreven und in Zeile 6 schreven. Hier fehlt quasi der Präfix für das Partizip. Auffällig auch hier die grafische Umsetzung des SCH-Lautes, während in geschreven und schreven während in geschreven diese grafische Umsetzung noch fehlt, da aber die Aussprache immer der Schrift weit vorausgeht und hier auch in Schriever beispielsweise der SCH-Laut realisiert ist, habe ich diesen SCH-Laut beim Vorlesen dieses Textes auch realisiert. Möglicherweise handelt es sich hier um ein Kippphänomen, das heißt, dass hier die Schreibung hintendiert zum SCH-Laut. Sehr schön auch in Schriever zu sehen ist die noch nicht durchgeführte neuhochdeutsche Diphthongierung, das ist sehr viel später, setzt es im Niederdeutschen noch ein. Dieser Text entstand 1408, also es ist sehr früh. Lassen Sie sich auch hier wieder von Behegelekate nicht irritieren. Es handelt sich dabei wieder um das Wortbildungsmorphem, das sehr viel älter ist und bereits im Althochdeutschen, Altniederdeutschen nachgewiesen werden kann. Darauf möchte ich Sie auch zum Schluss noch einmal hinweisen. Sie sehen in Wiesen, in Schriever und in Manning, dass es eben noch keine diphthongierten Vokale in diesem Text gibt, ganz anders als im Sachsenspiegel. Das heißt, wenn wir vom Mittelniederdeutschen sprechen, dann sind solche Texte aus dem Zentrum Lübecks, der Macht der Hanse aus dem 14., 15. Jahrhundert, die entscheidenden Quellen, die man sich anschauen kann, um das Mittelniederdeutsche zu beschreiben.
Einen Nachtrag möchte ich noch liefern zu Consules et Communitas Civitatis Lubicensis. Nicht umsonst erinnert das von der Selbstdarstellung und Ausstellung der eigenen Machtposition an die Römische Republik. Wir sprechen hier von der Communitas Civitatis, der Gemeinschaft der Bürger, denen Konsulen, also Consules, vorstellen. Und wenn Sie den Begriff Patrizier schon einmal gehört haben, dann ist der auch nicht in Lübeck geboren, sondern natürlich im römischen Patriziat, das heißt der Nobilitas der Römischen Republik. Das nur zur Traditionslinie und Traditionszeichnung der Selbstauffassung und Legitimierung der Städte gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, denn, wie Sie wissen, gehören die Bürger nicht zu dem Ständemodell, sondern fallen aus der mittelalterlichen Weltordnung, aus der wir 1408 aber schon sehr weit herausgetreten sind, heraus. Ja, damit sind wir bei der zeitlichen Gliederung des Mittelniederdeutschen, das von 1250 bis 1650 ungefähr eingeordnet wird. Man unterscheidet in traditionellen Modellen zwischen einer mittelniederdeutschen Frühzeit, dem klassischen Mittelniederdeutschen, das entsprechende Hansesprache, und der mittelniederdeutschen Spätzeit, die man grob bezeichnen könnte als einen Rückfall ins Dialektale. Auch die Bewertung der Hansesprache ist alles andere als einheitlich. In der wissenschaftlichen Tradition sprach Sanders zum Beispiel davon, dass es eine Sprache sei, die eine überregionale Einheitlichkeit anstrebte, dass es eine überregionale Verkehrssprache für den gesamten Hanseraum sei und eine Sprache, die während der Blütezeit der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert ihre größte Einheitlichkeit besaß und die mit dem Untergang der Hanse an Bedeutung verlor. Das ist Schellmachers These von der Dialektisierung. Allerdings ist diese Charakterisierung des Mittelniederdeutschen als einer einheitlichen Verkehrssprache stark, sehr stark einzuschränken. Wie wir gesehen haben, ist sie vor allen Dingen schriftsprachlich orientiert, vermutlich sehr stark an die Stadtsprache, hier zum Beispiel Lübecks, gebunden, Text- und Schreiberbezogen, und selbst die Lübecker Norm ist nicht homogen. So kann man mit Robert Peters sagen, dass das Mittelniederdeutsche als Oberbegriff für verschiedene regionale Schreibersprachen zu gebrauchen ist. Die Hansesprache jedenfalls als einheitliche Sprache Norddeutschlands und des Baltikums ist Mythos. Das Mittelniederdeutsche ist im Wesentlichen im Sinne Peters aufzufassen. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Entwicklung vom Mittelniederdeutschen hin zum Frühneuhochdeutschen. Wie Sie an dieser kartografischen Darstellung, die ich ebenfalls aus dem DTV-Atlas übernommen habe, sehen, wird nach und nach von Süden her der Einfluss des Hochdeutschen deutlich spürbar. Wie Sie sehen, hält sich in dem internen Kanzleibetrieb das Niederdeutsche sehr lange im Bereich der Städte Oldenburg, Bremen, Hamburg, Lübeck und Flensburg schließlich auch, hier bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Aber dann ist tatsächlich das Hochdeutsche als Schriftsprache in den Kanzleien des niederdeutschen Raums angekommen. Geht man noch einen Schritt weiter, so kann man ein Drei-Phasen-Modell mit Arthur Gabrielsson nachzeichnen, das er 1983 aufgestellt hat. Zunächst wird der niederdeutsche Grundcharakter bewahrt, aber mit einigen hochdeutschen Entlehnungen. Dazu zählen eine Reihe von Präpositionen, Pronomina, prominente Lautmerkmale, wie vor allen Dingen die Diphthonge ei, au und eu, formelhafte Wendungen bezeugen, öffentlich kundtun, spezifischer Fachwortschatz. Danach lässt sich eine Mischsprache mit systematischer Anwendung von Korrespondenzregeln zur Übertragung von niederdeutschen Wörtern ins Hochdeutsche ausmachen. Hier wäre zum Beispiel eine dieser Regeln: wenn Niederdeutsch I, dann Hochdeutsch I, wenn Niederdeutsch U, dann Hochdeutsch AU, wenn Niederdeutsch T, dann Hochdeutsch Z. Aus dieser Anwendung dieser Regeln, dieser Korrespondenzregeln, entstehen interessanterweise hyperkorrekte Formen, wie zum Beispiel, dass aus Tasse nicht Tasse gebildet wird, sondern Zasse, oder aus Lappen Lapfen. Die letzte Stufe ist das sogenannte Hochdeutsch mit niederdeutschen Relektform, das auch mit dem Begriff des Missingsch belegt ist. Damit möchte ich das Thema des Mittelniederdeutschen abschließen für diesen Podcast und auch für das Seminar Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache. Ich möchte Sie bitten, einen Blick zu werfen auf die Übungsaufgabe. Das ist das Antwortschreiben des Rates der Stadt Hamburg an Lübeck in vorgenannter Sache, nämlich der Seeräuber. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Aufgabe bearbeiten. Das ist natürlich nicht obligatorisch, soll Ihnen aber helfen, sich in die Bearbeitung
mittelniederdeutsche Texte einzuarbeiten. Sie können hierfür sehr gern Althochdeutsch und Altniederdeutsch und Mittelhochdeutsch vergleichen, daneben stellen und auch Entwicklungen zum Neuhochdeutschen ziehen, wenn Sie das möchten. Ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Sitzung schon einige Beispiele besprechen können, auch aus dieser Übungsaufgabe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.